Okay, diesmal ist alles in Ordnung hier. In meinem kleinen Monsterzimmer. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einem brandneuen Part von Minecraft Monster! Oh yes! Das letzte Mal, als wir aufgewacht sind, da hatte ich ein ungutes Gefühl und deswegen habe ich mir jetzt hier tatsächlich eine Lampe in mein Schlafzimmer gestellt. Das bedeutet, wenn ich abends einschlafe, kann ich sie einfach anlassen, damit sie nicht ganz so gruselig und dunkel wird nachts. Die Spinnenweben habe ich mittlerweile tatsächlich auch entfernt hier aus meiner Wohnung. Das Ganze wird also nach und nach echt etwas wohnlicher, muss ich sagen. Auch im Badezimmer befinden sich keine Spinnenweben mehr. Hey, das ist doch ganz schön, wenn man auf der Toilette sitzt und nicht irgendwie so eine Spinne im Gesicht hängen hat. Cora, mein Schätzchen, ist scheinbar gerade schon wieder irgendwie draußen. Hey, da vorne fliegt sie tatsächlich. Wir haben aber eine Liste bekommen von dem lieben Tristan. Und auf dieser Liste stehen alle Dinge, die wir erledigen müssen, bevor wir zum richtigen Monster werden können. Zu einem richtig echten Monster. Und Tristan hat mir die Liste hier irgendwo hingehängt. Die muss ich nur noch finden. Das hat er mir zumindest erzählt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt in der letzten Folge, dann könnt ihr das euch das gerne nochmal anschauen. Da sind nämlich einige viele coole Sachen passiert. Ich verlinke euch die nochmal als Infokarte. Jetzt hier oben könnt ihr euch also ansehen und ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal nach der Liste, die Tristan mir irgendwie hingehängt haben soll, angeblich. Hier oben ist sie nicht. Oh, hier vorne. Was? Monsterfertigkeiten. Braue einen Monsterzaubertrank. Das scheint wirklich die Liste zu sein, wa? Lerne deine Monsterflügel zu benutzen. Oh ja, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, der wir uns noch stellen werden. Bringe deine Fee dazu, dir bedingungslos zu gehorchen. Das ist nur Seite 1. Wie geht's denn weiter auf Seite 2? Cora? Cora, mein Schätzchen, hörst du eigentlich schon auf mich? Ich weiß gar nicht, gehorcht sie eigentlich mir bedingungslos? Wir können das mal ausprobieren, bevor wir hier irgendwie fliegen lernen oder so. Okay, Cora, komm mal her. Wir machen jetzt mal einen Test. Einfach, Cora. Hallo, okay, ja, so ist gut. Also, pass mal auf. Bring mir mal diese Kartoffel wieder. Ja? Cora? Cora? Hey! Hast du nicht gehört? Spricht sie kein... Ich weiß es nicht. In welcher Sprache redest du eigentlich? Okay, Cora. Ja, wir machen was anderes. Einverstanden, vielleicht magst du einfach keine Kartoffeln. Guck mal, da auf dem Tisch liegen ganz, ganz viele leckere Kekse. Hol mir mal bitte einen Keks. Bringst du mir einen Keks? Cora? Ich glaube, sie macht was. Oh Gott, Cora hat's abgebaut. Cora? Krieg ich einen Keks? Super! Nein. Sie hat alle Kekse behalten. Du hast mir einfach nur den leeren Teller gegeben. Sag mal, geht's noch? Den leeren Teller kannst du dir sonst wohin stecken, Cora. Ich wollte meine Kekse haben. Oh Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Oh, okay, letzter Test. Einverstanden? Dann sehen wir, ob du mir gehorchst. Bring mir die pinke Blume, die da oben ist, okay? Nein, weißt du was? Wir machen was anderes. Klingel mal bitte. Klingel mal bitte bei Nick. Okay, klingel mal bei Nick. Hol den Maus den Federn raus. Der schläft immer so lange, weißt du? Cora, nein. Nein, das ist nicht Nick. Oh, Cora, das ist doch nicht Nick. Du kannst doch nicht einfach bei Queen klingeln. Okay, weißt du was? Ich geb's auf. Mach, was du möchtest. Hier, ich mach dir die Tür auf. Du kannst gerne noch mal eine Runde schlafen gehen. Du bist eindeutig noch nicht bereit, irgendwie auf mich zu hören. Quinn, es tut mir leid. Kann ich reingehen? Quinn? Hey, da vorne sitzt sie ja. Alter, was ist das für ein cooles Ding, was da durch die Luft fliegt? Hey, du hast ja aber eine richtig hübsche Wohnung. Du, tut mir leid, dass Cora bei dir gerade die ganze Zeit Sturm geklingelt hat. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Darf ich mir deine Wohnung mal angucken? Das ist ja mega hübsch hier. Da ist irgend so ein geheimes Zimmer. Hier geht's zur Küche. Hey, voll schön. Und wo ist, was ist das hier? Ah, das ist ihr Schlafzimmer. Da gehen wir aber lieber nicht rein. Sag mal, Quinn, wir wollten uns so eigentlich nochmal unterhalten, oder? Zack, hier hinsetzen und, ja, weißt du, es sind ein paar Sachen passiert, so. Oh, ich kann nicht mit dir reden, wenn ich so weit weg, sitze. Hallo, Easy. Möchtest du mir jetzt erzählen, was los war? Ja, möchte ich in der Tat, Quinn. Also, pass mal auf. Es ist nämlich ein bisschen was passiert. Ich war nämlich bei der Miss Margaret. Miss Margaret, ich glaube, das ist irgendwie so eine Herrscherin oder sowas über diese Stadt. Und die hat mir, ich habe ihr von, naja, ich habe eigentlich so eine schwarze Gestalt bei mir im Zimmer gesehen, als ich dir das nicht erzählen wollte. Die saß da, als ich morgens aufgewacht bin und dann hörte ich irgendeinen Knall und das habe ich Miss Margaret erzählt und die war tatsächlich ein bisschen besorgt um mich und hat mir gesagt, dass ich meine Monsterfähigkeiten verbessern soll. Auf jeden Fall ist da so ein bisschen was passiert. Erstaunlich! Ich habe gehört, dass Miss Margaret sonst mit niemandem redet, außer mit ihren engsten Vertrauten. Ja, das habe ich, so kommt sie mir auch vor. Wir sollten aufpassen. Wer weiß, was diese finstere Gestalt von dir wollte. Da hast du recht, Quinn. Da sollten wir wirklich aufpassen. Nicht, dass hier wieder irgendjemand einbricht und dann nachher passiert noch was irgendwie. Mal was anderes. Okay, was anderes?
Da jetzt Wochenende ist, habe ich mir gedacht, ob du nicht Lust hast, mit mir auf eine Party zu gehen. Hey, eine Party klingt gar nicht mal so schlecht, oder? Leute, haben wir Lust, auf eine Party zu gehen mit Quinn? Erzähl mal, was ist denn das? Morgen Abend findet sie statt. Die anderen jungen Monster werden auch alle dort sein. Ja, weißt du was, wenn die morgen ist? Klar, gerne, warum nicht? Ich wollte heute eigentlich noch ein paar andere Sachen erledigen, aber morgen habe ich auf jeden Fall Zeit. Das können wir machen. Toll, dann sehen wir uns dort. Alles klar, Quinn. Dann bis morgen. Hau rein. Ciao. Wer klingelt da? Aiden! Hey! Hey, ich hab... Aiden? Hallo? Aiden, hör doch mal auf zu klingeln jetzt. Geht's noch? Ich bin schon lange da. Ich hab dich schon erwartet. Wollen wir... Du weißt schon, ne? Also wir dürfen das... Sonst hört Quinn uns noch. Ja, ich rede doch leise. Ich hab alles besorgt, was wir brauchen. Heute Abend kann es losgehen. Ja, verrate das jetzt nicht. Jetzt sei doch mal leise. Aber jetzt lass uns erstmal los zum Baum zurück. Du willst doch immer noch das Fliegen lernen, oder? Ja, ich will das Fliegen lernen, aber ich möchte nicht, dass du noch irgendwas über unser geheimes Projekt verrätst. Das darf nämlich noch keiner wissen. Und Quinn darf das auch nicht wissen. Und Cora darf das auch nicht wissen. Die scheint in der Wohnung zu chillen jetzt. Aiden, du bist so ein Blödkopf. Ey, ohne Witz, Mann. Da knallt er mir einfach die Tür vor der Nase zu. Aiden geht da irgendwie vor. So. Hey, du hast das Blumenbeet kaputt gemacht. Und was jetzt? Was machen wir jetzt hier? Warte hier. Okay, ist gut. Ich warte hier. Hier hat jemand irgendwie ein bisschen umdekoriert. Oh Gott, wir dürfen uns nicht sehen lassen. Hier, irgendwas hat es mit diesem Baum auf sich. Oh mein Gott. Oh, Aiden! Aiden, hier ist was aufgegangen. Aiden? Guck mal hier vorne. Ist das nicht cool? Oh Gott! Oh Mann, was schubst du mich denn hier rein? Wo sind wir denn hier? Leute, wir sind hier irgendwo. In einem Geheimgang. Was machen wir hier? Ich dachte, ich soll das Fliegen lernen heute. Was machen wir in so einem komischen Geheimgang und wo führt er hin? Aber mega hübsch hier unten. Pass auf, hier lauern Monster. Oh Gott, okay. Habe ich mein Schwert? Ich habe mein Schwert. Ich ziehe mir lieber mal meine Rüstung an. Okay, was? Leute, was passiert hier? Ich weiß es nicht. Irgendwelche komischen Kräfte sind hier unten zugange. Aber willst du dir nicht lieber deine Rüstung anziehen, auch wenn hier Monster sind? Haha, nur ein Joke. Wir sind doch die Monster. Du bist so ein Blödkopf. Mann, Aiden. Oh, Leute, das heißt, wir können unsere Monsterrüstung wieder ausziehen, das Schwert wegpacken. Oh, okay, also wo... Hey, ich glaube, das sind diese Blumen, die mir irgendwie Schaden machen oder sowas. So, jetzt erzähl mal, Aiden, wo führt uns dieser wunderschöne Tunnel denn hin? Was haben wir denn jetzt eigentlich genau vor? Ich weiß, wir haben heute Abend etwas ziemlich Geheimes vor, aber wo es jetzt hingeht, da bin ich gespannt. Hey, da vorne ist Licht, Aiden. Hier vorne. Oh mein Gott. Wo kommen wir nur hin? Wir scheinen irgendwie ganz weit oben zu sein. Okay. Geh durch. Alter. Ich glaube, wir kommen hier durch einen Geheimgang. Was ist das denn hier? Wohnt hier jemand? Brechen wir hier gerade in ein fremdes Haus ein? Aiden, das hast du schon mal mit mir gemacht. Wir sind nämlich schon mal in ein fremdes Haus eingebrochen und du hast behauptet, es wäre okay. Eigentlich schon zweimal. Da scheint es irgendwie hochzugehen. Wo sind wir hier? Hallo? Das sieht aus wie eine kleine Ruine irgendwie. Guckt euch das mal an. Eigentlich voll schön. So auf dem Berg. Wo willst du hin? Da hoch? Okay. Aiden. Alles klar. Was auch immer der da macht. Er geht hoch und wieder runter. Und was ist das da oben? Da steht jemand. Soll ich mit dem reden? Sind wir deswegen hier? Aiden? Hallo? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich glaube... guten Tag. Ich setz mich mal, ja? Hallo, Sir? Keine Sorge. Kein Mensch kommt hier jemals drauf. Niemand wird uns hier finden. Ich habe mir keine Sorgen gemacht, Mr. Chogan. Ich nehme an, du willst lernen zu fliegen. Bring mir 3 Blumen aus dem Tal neben uns. Ja, ich will lernen zu fliegen, aber was hat das mit Blumen zu tun? Sind Sie mein Fluglehrer? Okay, Leute, ich weiß nicht. Aiden hat mich scheinbar hier zu meinem Fluglehrer gebracht. Ist ob der wirklich ein Flügel? Der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber er hat Flügel an. Also wird das wahrscheinlich schon der Fluglehrer sein. So, ich soll Blumen bringen, aber aus irgendeinem Tal neben uns. Keine Ahnung, ist hier ein Tal? Hier geht ziemlich tief runter. Sind das Blumen?
Hey, da vorne sind voll die hübschen Blumen. Okay, gehen wir da einfach mal runter. So, zack. Hier an der Seite. Oh Gott! Okay. Nichts passiert. Nur ein kleiner Ausrutscher. Alles in Ordnung. Ich wollte nicht so tief fliegen. Oh nein. Okay, jetzt gehen wir hier den Wasserfall runter. Das klappt alles ganz gut. Eine kleine Kartoffel essen. Drei Blumen. Ich glaube, ich bringe mal drei verschiedenfarbige Blumen. Wir haben jetzt eine gelbe, wir haben jetzt eine violette und, hier diese blaue. Die sieht auch sehr hübsch aus. Ich hoffe, das sind die richtigen Blumen. Okay, Sir, ich habe jetzt hier drei Blumen mitgebracht. Da können Sie die haben. Warte mal. 1, 2 und 3. Bitteschön. Und, kann ich jetzt fliegen? Nun hast du gelernt zu fallen. Jetzt lerne, in die Luft zu steigen. Bring mir eine Feder von der Spitze dieses Turms. Nein. Des Turms da hinten? Soll das ein Witz sein? Oh, hier ist ihre Blume. Entschuldigung, ich habe eine wieder genommen. Ich soll darauf klettern? Oh, Leute. Der ist doch riesig. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bauen wir uns einfach ein bisschen Holz ab und stecken uns hoch oder... Ja, ich weiß es auch nicht. Hängen uns einfach an die Füße von einem Huhn und fliegen nach oben. Vielleicht geht das ja. Oder an eine Kuh oder so. Hier laufen ganz viele Kühe rum. Vielleicht gibt es auch fliegende Schweine oder sowas hier. So, jetzt erzähl mal, wie sollen wir denn in diesen Turm da reinkommen? Gibt es da irgendwo eine Tür? Hier sind nur ganz viele Fenster. Gott, oh Gott. Hier vorne vielleicht? Hallo? Hey, hier ist sogar eine Tür. Guten Tag. Oh Gott! Oh mein Gott, ich dachte, es ist ein Mensch. Ich dachte gerade, da steht einfach ein Mensch. Dabei ist es nur ein Garderobenständer. Oh nein. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Hallo, ist irgendjemand zu Hause? Ich möchte eigentlich gar nicht in die Haus einbrechen. Hier geht es irgendwie immer weiter nach oben. Ich weiß es nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hier ist ein kleiner Vogel. Der Arme. Wie kommen wir denn jetzt hoch? Ach so, wir hätten da bleiben müssen. Hier geht's noch weiter hoch. Hier hängen Gewürze und sowas. Hier ist die Leiter. Oh mein Gott. Ja, okay. Einige Etagen können wir hier überspringen. Und jetzt? Hey, wie weit denn noch? Hört ihr das? Oh mein Gott. Kommt das von oben? Oh nein, Leute, ich glaube, das ist eine Hexe. Wir ziehen uns mal lieber die Rüstung an. Hallo? Wohnt hier vielleicht eine Hexe? Oh Gott! Oh mein Gott! Nein! Weg von mir! Weg von mir, Hexe! Oh Gott! Alter! Hier wohnt einfach eine Hexe in dem Turm! Und er schickt mich hier rein! Sind wir jetzt langsam... Oh Gott, ich glaube, wir haben es geschafft. Leute! Wir haben es geschafft! Und da sehe ich auch gerade schon die Feder. Alright. Komm her, Feder. Komm her. So. Jetzt heißt es nur noch irgendwie... Oh nein, wir müssen wieder runterkommen. Ach, so, ich habe jetzt deine Feder. Einverstanden, hier. Nimm die Feder. Darf ich jetzt bitte endlich fliegen? Ich will endlich fliegen, Sir. Das hast du gut gemacht. Aber kannst du dich auch mit einem echten Vogel messen? Bringe mir ein Adlerei. Das würde ich ehrlich gesagt lieber nicht tun, Sir. Was soll das heißen? Nein, du möchtest den Adler nicht bestehlen? Nein, ich möchte eigentlich keinen Adler bestehlen, vor allem aus Eiern schlüpfen Babys. Ich stehle dem doch nicht einfach sein Baby. Bitte verzeihen Sie mir das, aber nein, das würde ich ungern tun. Nun denn, du zeigst Respekt vor den Lüften. Ziehe nun deine Wings an, du solltest soweit sein. Sind wir bereit? Sind wir soweit? Sind wir soweit, unsere Wings zu tragen? Oh mein Gott, Leute! Ich würde sagen, wir versuchen es. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir können fliegen. Wir können wirklich fliegen. Alter, wie cool ist das denn? Ey, das macht ja mal mega Spaß. Wow, das ist ja der absolute Wahnsinn. Können wir zurück zur Monsterstadt? Ich will mal sehen, wie wir... Sogar über den Boden direkt. Und wie hoch können wir fliegen? Oh mein Gott, ich glaube, ich höre nie wieder damit auf. Ach, ich glaube, das reicht erstmal für heute. So, Wings out!
ausziehen. Wir sind genug geflogen für den heutigen Tag. Die packen wir jetzt einfach mal wieder in unsere Kiste in der Hoffnung, dass sie niemand einbricht und sie uns stiehlt. Und wir haben heute noch etwas anderes vor, Leute. Es ist mittlerweile schon dunkel draußen. Es ist Abend und Aiden und ich sind verabredet. Ja, Aiden und ich haben ein Date. Nein, natürlich haben wir kein Date, Leute. Als ob ich mich mit Aiden irgendwie daten würde oder sowas. Nein, aber Aiden müsste eigentlich jetzt hier irgendwo. Jungmunsterhaus 2. Ich glaube sogar, hier wohnt er. Aiden? Wir haben was vor. Kollege? Oh Gott, da bist du. Alles klar. Darf ich reinkommen? Da, kannst du mich reinlassen, bitte? Komm rein. Wir teilen uns alle einen Innenhof. Von meinem Haus aus haben wir einen guten Überblick. Das klingt super. Okay, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was jetzt passiert. Okay, ich folge dir. So, wir sind nämlich jetzt hier. Alter. Ey, mega hübsch hier. Wir sind jetzt hier im Hinterhof von Aidens Haus und der teilt sich den Hinterhof mit Susanna, ja, mit Susanna. Und Susanna hat uns ja unsere Kiste gestohlen, dessen Inhalt wir noch nicht kennen. Was? Aidens Schlammloch? Als ob du dir da unten so einen kleinen Schlammteich... Oh Gott, Aiden. Alles klar, also erzähl mal, wo gehen wir jetzt hin? Wohnst du da oben? Ist das dein Haus? Warum hast du deine Toilette stehen, Aiden? Warte hier, ich hol kurz unsere Sachen. Ich warte ganz sicher nicht auf deiner Toilette. Das kannst du sowas von... Ich warte nicht auf der Toilette, Leute. Also, Susanna hat ja die Kiste vom Antiquitätenhändler geklaut. Die Kiste, die in unserer Wohnung war. Und wir wissen bis heute nicht, was in dieser Kiste drin war. Der Antiquitätenhändler konnte sie nicht öffnen. Oh, Aiden ist wieder da. Und jetzt müssen wir natürlich herausfinden, warum Susanna sie gestohlen hat und was da drin war. Und deswegen sind wir jetzt hier. So, Aiden, okay. Scheinbar hat er unsere Sachen. Er sollte uns nämlich ein bisschen was an Rüstung besorgen, damit wir uns verkleiden. Ist das dein Ernst? Aiden, du solltest mir nicht nur Schuhe holen, ich wollte noch mehr Sachen. Jetzt so erkennt mich doch jeder. Jetzt komm schon, dankeschön. Okay, so, zack, jetzt sehen wir vernünftig aus. Und nicht so, oh Gott, oh Gott. Okay, also, wo wohnt denn Susanna? Wo ist denn ihre Wohnung? Und, da vorne? Da vorne, das Schwarze da? Okay, das passt zu ihr. Und wo wollen wir warten? Was machen wir jetzt? Wollen wir uns irgendwo auf die Lauer legen? Vielleicht auf den Baum, oder? Können wir da rüber? Ich weiß es nicht. Aiden, zack, geht das hier? Könnten wir uns hier reinsetzen, oder? Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Aiden kommt auch mit. Und dann können wir einfach ihre Wohnung beobachten und warten, was sie so macht. Und eventuell, jetzt heißt es nur noch warten, da hast du recht. Eventuell zeigt sie uns dann ja sogar, wo sie die Kiste versteckt hat. Oh, wie lange denn noch warten hier? Ich werde langsam nervös, ey. Cora? Hey, wo kommst du denn her? Was machst du denn hier? Bist du uns etwa gefolgt? Jetzt sei mal ganz ruhig. Wir warten hier gerade auf Susanna. Susanna mit... Oh Gott, ich dachte... Nein, da ist sie wirklich! Ich dachte, das hätte ich mir eingebildet. Oh mein Gott. Okay, Leute, das Warten hat sich gelohnt. Sieht sie uns hier oben? Ich glaube, sie sieht uns nicht. Oh nein, wir müssen irgendwie nach unten. Okay, sie da vorne läuft sie. Aber wo will sie hin? Vielleicht können wir die Zeit, wo sie da jetzt ist, nutzen, um in ihre Wohnung zu gehen. Vielleicht hat sie die Kiste da drin versteckt. Oder? Ich weiß es nicht. Wo geht sie denn da hin? Was macht sie da? Warum geht sie in die Blumen? Hä? Ist sie da gerade verschwunden? Leute? Was macht Susanna da? Aiden! Aiden! Aiden schläft. Cora, bleib einfach hier. Pass bitte auf Aiden auf. Wir müssen hinterher. Kommen wir da rein? Aidens Matschloch? Ja. Wir müssen... Ich weiß nicht, ob das so schlau... Nein, da ist sie wieder. Okay. Da ist sie. Was macht sie? Sie schaut sich um. Oh, Susanna, was hast du da hinten getan? Oh nein. Oh Gott, sie läuft zurück. Okay, alles cool, sie läuft zurück. Ich dachte, sie kommt hier am Baum vorbei. Ist sie weg? Ich glaube, sie ist weg, Leute. Okay, jetzt ganz schnell. Ganz schnell. Wir müssen hier rein. Wo war sie? Hier geht's hoch. Alter! Oh, Susanna, was hast du hier getan? Sind die Sachen alle geklaut? Oder ist das alles ihr Geld? Alter, liegt noch mehr. Die ganzen Kisten sind voll. Und hier ist das Schwert, was ich ihr gebracht habe. Das scheint hier ihr Geheimlager zu sein. Ist hier was drin? Nein. Hier oben geht's hoch? Achso, ist nur ein kleiner Lagerraum. Hier vielleicht? Das sind auch nicht meine Kisten. Ich will meine Kiste finden. Hier unten geht's noch runter. Wir können mal im Keller gucken. Oh, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Nicht, dass hier irgendwelche Monster sind. Aber gut, stimmt. Aiden hat recht. Wir sind ja eigentlich alle Monster. Geht's runter?
Sieht eigentlich alles ganz normal aus. Okay. Hier vielleicht? Nein? Das ist auch nicht meine Kiste. Hier scheint so eine Art, ich weiß nicht, Gefängnis zu sein. Ist das meine... Das ist meine Kiste. Ich kann sie nicht öffnen. Das ist unsere Kiste, Leute. Oh mein Gott. Hab ich dich.